Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In meinem letzten Video habe ich euch die Gedanken zu meiner Anlage mitgeteilt. Jetzt geht es endlich los mit der Gestaltung Zinnensteins Siedlung. Dann habe ich natürlich wieder Post bekommen und noch eine große Investition getätigt. Lasst euch überraschen, was das ist. Ich zeige es euch gleich. Da seht ihr meine große Investition. Ich habe mir einen Office-Computer gekauft. Meine Laptops, die wurden doch langsam klein und Videoschneidprogramme darauf zu kriegen, das wird immer schwieriger, weil die nicht zu viel Arbeitsspeicher haben. Der hat übrigens habe ich mich entschlossen, Windows 11 zu nehmen. Da gehen die Meinungen ja auseinander. Bisher finde ich da eigentlich ganz gut durch. Man kann mit einigen Tools was ändern, so dass man praktisch wieder das alte, die alte Maske bekommt von Windows 10. Aber noch ist es nicht ganz so weit, aber ich komme schon ganz gut klar mit ihm. So, jetzt gucken wir uns mal die Post an, die ich bekommen habe. Ich reiße sie mal auf. Und jetzt hole ich das da mal raus. Es ist von Noch. Ein schönes Set mit der Werkstatteinrichtung. Hier sind Arbeiter zu sehen und hier sind verschiedene Einrichtungsgegenstände von der Werkstatt. Weiß nicht, ob man das hier jetzt erkennen kann, das spiegelt sicherlich zu doll. Aber ich lasse es da drin, ich hole es nicht raus. Übrigens hat dieses Set die Artikelnummer 16250. Ich wiederhole 16250 von Noch. Figuren, Themenwelt, Werkstatt. Mir gefällt es recht gut. Mal sehen, ob man das jetzt vielleicht erkennen kann, was ich gemeint habe. Nein, aber hier ist ein Schrank, eine Werkbank mit Werkzeug obendrauf. Das sieht echt gut aus. Ich bereue es nicht, das gekauft zu haben, denn damit werde ich die Werkstatt von der EVB einrichten. So, die Feuerwehr steht auf ihrem Platz. Ob sie da bleiben wird, das weiß ich noch nicht. Dann, es muss mit der Rampe ja passen. Das Plastikhaus ist nur, dient nur als Platzhalter, damit ich weiß, wie die Straße kommt. Die Rampe ist aufgebaut und es passt wunderbar mit der Feuerwehr. Mehrere Häuser hinzubauen, das wird schwierig. Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Der Parkstreifen an der Seite von Reifeisen Zindelstein ist fertig. Der Abzweig ab dem Kreisverkehr Richtung Bahnschienen ist in Bau. Am Bahnübergang wird weitergestaltet. Die Straße hat Gullydeckel bekommen. An der Feuerwehr ist schon eine Treppe angebaut und der Weg links ist schon gepflastert. Ja, nun sind wir am Ende des Videos angelangt. Heute ist es mal ein kurzes Video. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Wenn ja, dann gebt bitte einen Daumen nach oben. Ich habe die Baufortschritte heute mal in Bildern festgehalten und ja, ich bin mit dem Ergebnis dieser kurzen Woche sehr zufrieden. Als kleine Zugabe gibt es noch ein Fahrvideo in der Nacht. Da ist darauf zu sehen, dass meine Anlage schlecht beleuchtet ist. Das heißt, auch da muss ich was tun. So, für heute sage ich schon mal Tschüss.